Wenn man mal in allen deutschen Schulen nachfragen würde, welches der Themen aus dem Matheunterricht, sagen wir, am wenigsten Begeisterung auslöst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Thema hier weit vorne dabei ist. Und das, obwohl man eigentlich nur ein wenig Bruchrechnung, ein paar Baumdiagramme und diese komischen Fahrtregeln braucht. Ich habe mich lange gegen eine Playlist zu diesem Themengebiet gewehrt. Und zwar nicht, weil ich es nicht selbst mag. Ehrlich gesagt zählt die Wahrscheinlichkeitsrechnung wohl eher zu meinen Favorites, wenn nicht sogar zu der Kategorie Lieblingsthema. Aber die größte Frage war für mich immer, wie programmiere ich den Zufall? Das Ding an meinen Videos ist halt, dass ich mich nicht abfilme, den Bildschirm meines Tablets aufnehme und nachher alles zusammenschneide. Jede Sekunde meiner Videos, jede Bewegung, jede Animation wird aus einem Code gerendert. Und da ich, was die Programmiersprache angeht, immer noch im Lernprozess stecke, war es für mich dann doch nicht so offensichtlich, wie ich den Zufall in meinen Code reinbringe. Aber diesen Trailer würde es ja nicht geben, wenn ich mir nicht schon bereits ausführlich Gedanken drüber gemacht hätte. Zeit also für den Beginn einer neuen Playlist. Herzlich willkommen zur Binomialverteilung. Über die nächsten Wochen wird es also endlich, nach zugegebenermaßen etwas längerer Corona-Pause, wieder regelmäßig Videos geben. Und so viel hast du auf meinem Kanal hoffentlich schon mitbekommen. Es geht nicht nur um die grundlegenden Begriffe. Nicht nur um das einfache Anwenden von Formeln. Erneut versuche ich, dir die Ursachen und Hintergründe zu verdeutlichen. Wir besprechen typische Schülerfehler und schauen uns das Ganze in hoffentlich ansprechenden Animationen an. Ein kompletter Guide durch diese Binomialverteilung, so als würdest du dir das Thema selbst beibringen. Insofern, zurückgelehnt und angeschnallt, nächste Woche geht's los. Bleib gesund und bis bald.